Ein Hallo und ein herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda The Wind Waker HD im heutigen Part. Weiterhin gerne ins Castle und wisst ihr, was das Tolle ist? Ich weiß wie. Und zwar einfach kurz auspendeln lassen. Denn dann passiert Folgendes. Wir können hochklettern. Ach, komm. Im ganzen Projekt habe ich das nicht gebraucht. Jetzt auf einmal. Aber da oben sind böse Köpfe. Sollte ich vorher erst vernichten. So, und so kommt man auch hier rüber. Das Problem hinter der Sache ist, wenn du so ein unerfahrener Zelda-Spieler wie ich bist, dann hast du keine Ahnung davon. So, anhalten, hoch und fertig. Muss anhalten, festhalten, okay. So, rüber. So. Da ist ein Kopf. Würde ich gerne treffen. Danke. Da sind auch zwei Köpfe. Ich hoffe, das sind die einzigen Köpfe, die hier oben drauf sind. Was? Die Plattform ist weggegangen. Okay. Oh Gott, ist das... Das könnte bitter werden. Okay, versuche ich es einfach mal so, wie es am besten klappt. So. Reicht das von der Schnelligkeit her? Ne, der Kopf ist viel zu schnell. Der Kopf ist einfach fucking schnell. Okay. Müssen es also auch noch beeilen. Okay, ist aber kein Problem. So. Hoch mit mir. Ich hoffe, das ist der einzige Kopf, der da drauf war. Ja. Finde ich echt. Da lebt einer. So, und jetzt schnell. Nein. Kaputt. Und den kaputt. Egal. So. Und hoch. Ich hoffe, das ist jetzt echt kein Kopf mehr, ne? Wäre jetzt so bitter. So. Fertig. So einfach ist es eigentlich. Und jetzt noch Goma. Oder das ist halt, was wir von ihm träumen. Ekelhaft. Muss den Haken wieder ausrüsten. So. Zack. Ups. Ich mach den Fehler wie damals, ne? Es ist echt unglaublich. Na komm. Zack. Ja, guck mal. Diesmal habe ich das Masterschwert dabei. Was anderes, ne? Würde ich gleich einfach besiegen. Na komm, Schwanz. So. Und wieder rüber. Zack. Nummer 2. Kennen wir alle schon. Da hoch. Da kriegen wir hier Herzen nochmal raus. Oh ja, wir kriegen sogar richtig gut Herzen hier raus. So, und Schwanz kommen wir runter. Und nochmal rüber. So, und runter. Ja, der Panzer ist geknackt auf jeden Fall schon mal.
So. Und wieder mal nehmen wir das Ding an hier. Wir können ja auch keine alten Items aussuchen, ne? Ging das jetzt nochmal? Leider vergessen. Ah, ich nehme es zurück. Ich habe nicht vergessen. Du bist aber ziemlich schnell wieder zurückgegangen. Heiß. Heiß und fettig. Ja, komm, einmal noch. So, das war's. Doma ist auch besiegt. Sehr schön. Aber so schwer war es jetzt im Endeffekt nicht. Und damit habe ich alle vier Bosse in dem Spiel, wenn es wirklich alle vier Bosse waren, besiegt. Und der Weg öffnet sich. Hoffe ich doch mal. Ja. Er öffnet sich. Was kommt wohl als nächstes? Ich hoffe, es kommt noch ein bisschen mehr, weil das war jetzt irgendwie als großes Ende, was ein bisschen lame. Ah, jetzt kommt erstmal eine Treppe. So. Kein Problem. Ja, ihr kommt ruhig mehr. Tatsache, von der Tatsache mal auszugehen, dass diese Viecher eh bisher noch nie so ein großes Problem waren. Was haben wir denn hier? Ich richte mal wieder ein paar Items aus. Nee. Hier tue ich mir die Bomben hin. Ja, so. So. Noch mehr Bosse. Scheint wohl noch mehr Bosse zu geben. Was kann das denn hier sein? Huch! Was ist das denn jetzt hier? Oh! Natürlich. So, zack, zack. Was? Moment mal. Ah, ein Rätsel, ich sehe es gerade erst. Goma. Dann er. Dann der Drache. Und dann er. Es. Auch nicht? Ich raff gar nicht, worauf die hinaus wollten. Also irgendwas auf jeden Fall mit den Dingern hier. Moment mal, was habe ich denn hier? Plattform unten. Hier irgendwas angucken, hier unten. Info oder so. Ne, Info gibt es auch nicht. Okay, irgendwas will er mir hier sagen. Ich muss ja die richtige Reihenfolge machen. So, ich sehe, wenn ich jetzt mal den anmache. Dann wieder aus. Er geht wieder aus. Ich muss eine Reihenfolge rauskriegen. Er geht auch direkt wieder aus. Er hier. Geht er direkt aus? Die gehen alle direkt aus. Ich bin überfordert. Die gehen alle direkt aus. Übersehe ich hier irgendwas, was mir so das Rätsels Lösung. Und hier? Ist hier auch so ein Rätsel? Was? Ah! Okay. Ja, ja. Ich glaube, ich hab's erkannt. Maserprey, ja, doch. Hm. Ja, warte, das war er. Schlangi, Goma, Mops, Pflanze. Schlangi, Goma, Mops, Pflanze. Schlangi, Goma, Mops, Pflanze. Super. Das kann man sich super merken. So. Ach nee.
Komm, jetzt zeig mir doch nicht noch die Reihenfolge, du Vogel. Wo ist denn das Schwere daran dann? Schlecht, ey. Warte. Nein. Eben. Schlangi. Boma. Mops. Pflanze. So. Ah. Ich weiß nicht, ob das unbedingt gut ist, aber... Ah. Huch. Hallo, wie kommst du denn hier hin? Grannen ist also von hier aus wieder auf die Oberwelt gelangt. Masa, machen wir uns doch denselben Weg, für den Ganondorf, den Ganon beschritten hat, zunutze, um auf die Oberwelt zu gelangen. Das solltest du also noch etwas aus der Welt oberhalb des Meeres benötigen. Geh an Bord des Bootes und steuere auf den dunklen Wirbel zurück. Nö. Wo habe ich mich jetzt erschrocken, dass mir was entgegengekommen ist, ey. Jetzt geht's hier weiter. Nö. Oder... Moment mal. Hier ist wieder so ein Ring. Da war letztens ein Boss. Oder müssen wir nach oben und es ist im Endeffekt... Ja. Masa, denk doch mal kurz nach. Das ist ein The Legend of Zelda Spiel. Du musst theoretisch nach oben. Das ist... Wir fahren aber jetzt nicht nach oben. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Wir fahren doch nach oben. Was machen wir denn jetzt wieder in der verwunschenen Bastion? Was sollen wir denn hier? Soll ich hier nochmal rauf? Reden. Noch ist die Welt oberhalb des Meeres friedlich. Doch wenn sich Ganon erstmal die Kraft Zeldas bemächtigt, dann... Masa, sobald du bereit bist, kehre unverzüglich in Ganons Castle zurück und entreiße Zelda seinen dämonischen Händen. Ja, schick mich nach oben. Wir brauchen doch nichts mehr. Boot, beeil dich mal. Ich bin runter. So, jetzt war ich für dich oben extra. So. Kann ich da hinfahren? Nö. Okay, hier ist auch kein Wind, ne? Aber ich kann nicht da hinfahren, okay. Übrigens, im wahren Leben würde ich mich nie in so eine Scheiße hier reinsetzen, ey. Das wäre mir viel zu creepy. So. Also muss es hier irgendwie weitergehen. Hm. Hier vielleicht irgendwas zu sehen? Da ist der Tod. Was haben wir denn hier? Die Schwerter, die meine Knechte in den Tiefen der Dunkelheit schwingen, weisen den Weg zu mir. Was? Die Schwerter, die Knechte in den Tiefen der Dunkelheit... Tiefen der Dunkelheit? Was ist los? Was ist los? Oh, hallo! Ich kenne mich doch noch! Ja, es ist bald! Aua! Drecksack! Oh Gott, ich glaube, den sollte ich nicht irgendwie kontern. So. Oh. Komm, greif an. Oder doch nicht. Wo bist du? What the fuck? Okay, reinspringen ist auch keine Möglichkeit. Gut, ich muss gucken, wie ich ihn angreife. So. Aber erst ist Wald! Danke. Jetzt? Was? Ich habe ein bisschen Sorge. Was ist das hier? Ich habe ein bisschen Angst, ne? Oh je. Huch, ich bin wieder hier. Jetzt?
Jetzt muss ich wieder runter? Habe ich irgendeinen falschen Weg genommen? Er lebt auch wieder, ne? Ich höre es an der Musik. Okay, irgendwas habe ich falsch gemacht. Nur was? Ich raff das gerade nicht. Ich kann überall durch. Kann ich doch, oder? Okay. Gibt es irgendeine Ungereimtheit an diesem Raum? Ich werde gleich die falsche Tür wieder wähle und dann... Der Schatten zeigt in die Richtung. Gebracht hat's mir nichts. Komisch. Ich habe mal auf den Schatten so geachtet. Auf dem Boden war ja so ein Schatten. Mir gesagt, hey, die Richtung, ne? Geh mal die Richtung. Aber irgendwie gibt es für mich ein paar Ungereimtheiten. Was sagt er denn jetzt nochmal? Vielleicht ist hier auch irgendein Tipp drin, den ich einfach übersehen habe. Die Schwerter, die meine Knechte in den Tiefen der Dunkelheit schwingen, weisen den Weg zu mir. Die Schwerter, die meine Knechte in den Tiefen der Dunkelheit schwingen. Die Knechte, die Schwerter in den Tiefen der Dunkelheit schwingen. Welche Schwerter? Das ist jetzt gerade die Frage, welches Schwert meint er denn? Denn da bin ich gerade ein bisschen überfordert mit. Wir haben hier einen Schatten. So. Ich glaube, ich hab's. Ah, ich hab's. Du böses Spiel. Aua. So, komm. Wollen wir mal gucken, ob meine Vermutung richtig gilt. Ah, okay, ich hab's gerallt. Okay. Es ist ein Rätsel. Ich muss mal zugeben. Und zwar geht es darum, für die Leute, die es vielleicht jetzt nicht begriffen haben, mal kurz zur Erklärung. Aua. Wenn wir diesen Typen hier besiegt haben, dann lässt er sein Schwert fallen. Bleibt erst im Boden stecken und dann fällt es in eine Richtung. Und da müssen wir durch die Tür. So. Und jetzt zum Beispiel gucken. Er ist tot. Schwert fällt um. Zack. Fällt in die Richtung. Das war lame. So, welche Richtung geht's wieder? In die Richtung. Aber ich finde, die Idee ist hammer gut gemacht. So, dass man so ein bisschen, ne, denken muss. Ah, okay. Kannst mich weitergehen. Wo lang? Schwert, weise mir den Weg! Wie lange willst du das jetzt hier ziehen? Kann ich denn auch nichts antun, ne? Feuer? Nö. Eis? Nö. Gut. Bumerang? Auch nicht. Macht aber auch nichts. Ach komm, das ist ja immer noch der beste Move. Da ergibt er sich eigentlich wortwörtlich schon selber. So.
Oh nein! Hätte ich einfach vorhin mal das Schwert da liegen gelassen, dann wüsste ich auch, wo ich hin müsste. Huch! Huch! Das ist ein anderer Raum. Aua. Dumme ist Ocarina auf Time Detour. So. Komm, gib auf! Echt? Da wäre ich ja nie drauf gekommen. Huch, eine Kiste? Was ist in der Kiste drin? Die Zeit des Partys ist um. Das schauen wir uns im nächsten Part an. Bis dahin, Leute. Danke fürs Reinschalten. Und Masa la vista, Baby.